Bist du etwa auch von Dissoziation betroffen oder du bist vielleicht gar nicht so sicher, ob das so sei? Du hast schon Unmengen darüber gelesen, aber noch nie so praxisnah, ja, verstehen können und auch erfahren, was ist eigentlich Dissoziation? Und weißt du schon, was Dissoziation tatsächlich auslöst? Und welche Funktionen erfüllt denn Dissoziation? Auf all diese Fragen erfährst du während des Videos die Antworten. Ich bin Gabriela und ja, vielleicht kennst du mich aber schon. Ich freue mich jetzt. Wie erkennst du eigentlich Dissoziation an dir selbst? Kommen dir diese Gefühle oder Zustände etwa bekannt vor, dass du das Gefühl hast, du stehst neben dir oder wie wenn dein Körper auch nicht zu dir gehören würde oder du erfährst ja Gedankenblitze und so eine Art ja Nebel im Hirn, weil bei dir in öfterem zum Beispiel Blackouts gibt oder beim Zuhören plötzlich nichts mehr in deinen Kopf aufgenommen werden kann? Und wie ist es mit totaler Desorientierung? Also plötzlich weißt du nicht mehr, wo du gerade bist und du hast irgendwie auch keine Erinnerung daran, wie du dahin gekommen bist. Und wie steht es mit, ja, sich in der Zeit verlieren oder Atembeschwerden und Erbrechen? Also mehr körperliche Symptome. Und denkst du dir öfters, also heute stehe ich wirklich völlig neben mir. Das passiert mir zum Beispiel öfters nach dem Aufstehen, wenn die Nacht recht schwer war und womöglich erinnere ich mich daran gar nicht, was ich geträumt habe. Aber von dem ersten Moment an stehe ich komplett neben mir. Kennst du auch vielleicht das Gefühl, dass du dich selbst von außen beobachtest? Oder dass du alles Mögliche vergisst? Also ich vergesse im Öfteren immer wieder das Fenster wieder zu schließen. Oder dass du etwas beginnst und ja, nebenbei irgendwie erblickst du etwas, dann fängst du damit wieder an und eigentlich ja, landest du im anderen Ende der Wohnung. Und du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, dass du irgendwas vor Viertelstunde oder vor 2 Stunden aber bereits begonnen hast. Und denkst du vielleicht öfters, dass du die Stimmen von anderen nicht so richtig verstehen kannst oder dass es alles so weit weg ist und wie wenn du so in Watte gepackt wärst? Und ja, vielleicht fühlt sich auch sogar alles unwirklich an. Wie steht es nochmal mit Spüren? Also das mit dem Körper. Spürst du eigentlich deinen Körper? Oder sind eher Gefühle der Taubheit und Leere da? Ja, all diese Symptome können eben auch Anzeichen von Dissoziation sein. Aber was ist eigentlich Dissoziation? Also Dissoziation ist eine psychische Verteidigungsstrategie. Und zwar insbesondere bei Monotraumatisierten, also wenn zum Beispiel ein schwerer Unfall passiert, beziehungsweise Überlebensstrategie bei Bindungs-, Entwicklungs- und Komplextraumatisierten. Und ist nicht zu vergessen, dass Dissoziation auch unabhängig von traumatischen Ereignissen oder Erlebnissen auftreten kann. Dissoziationen können sich auf verschiedene Weise manifestieren, wobei jeder Mensch unterschiedlicher reagiert. Ganz klar, nicht nur jedes Trauma ist anders, aber auch jeder Mensch ist ja sehr individuell und auch die Faktoren, die das beeinflussen, wie gut ich damit klarkomme und verarbeiten kann, sind völlig einzigartig. Entscheidend was dabei, beziehungsweise was als sozusagen gemeinsamer Nenner ist, die Fähigkeit und die Funktionstüchtigkeit im Gehirn verlieren, entweder zum Teil oder völlig, was eben unsere Wahrnehmung betrifft, unsere Identität und überhaupt, ja, also Alltagsfunktionstüchtigkeit.
Dissoziationen sind also eine Art Schutzmechanismus zu verstehen, die uns ja vor sehr schmerzhaften Erlebnissen und Erfahrungen schützen, indem sie unseren Körper und unseren Geist von der Realität außen trennen und somit sozusagen auch vor der Bedrohung. Was löst Dissoziation aus? Also, damit wir uns besser schützen können, ist natürlich nicht verkehrt, wenn wir dessen bewusst sind, welche typische oder einfach Situationen, die ja höchstwahrscheinlich uns in eine Dissoziation befördern können, kennen. Und deshalb ein paar Beispiele für dich. Wenn wir uns in Situationen befinden, die Erinnerungen an früheres Trauma aufleben lassen, wie zum Beispiel bei Psychotherapeuten oder auch in Traumatherapie-Sitzungen und in Traumakonfrontationen dann insbesondere, diese können uns natürlich in eine Dissoziation schleudern. Aber auch durch eine bestimmte Umgebung kann das passieren. Oder durch ein Gespräch oder durch Ähnlichkeit, zum Beispiel mit einem deiner Bezugspersonen, die eben Täter waren. Können aber auch Gefühle sein, die uns ja in dissoziativen Zustände bringen, zum Beispiel wenn wir uns ängstlich oder bedroht fühlen. Und das kann natürlich auch am Arbeitsplatz passieren. Deshalb ist hier Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Auslöser, also die Trigger sozusagen, sind ja sehr, sehr ähnlich wie für Flashback. Aber Dissoziation ist kein Flashback, beziehungsweise andersrum. Ein Flashback ist keine Dissoziation. Welche Funktionen haben denn Dissoziationen? Denn wir wissen, dass unser Körper und unser Gehirn natürlich macht ja nie etwas ohne Sinn und ohne Funktion. Und es ist ein natürlicher Teil letztes Endes des Überlebens der Menschen hilft. Also uns auch als Kind, Jugendlicher damals, sich vor bedrohlichen bzw. traumatischen Erfahrungen zu schützen, indem sie sich aus ihrem Körper und ihrem Geist lösen und das Gefühl haben, dass sie sich von ihrem eigenen Körper und Geist trennen. Also Dissoziation kann als ein Prozess auch verstanden werden, durch den ein Mensch sich selbst von einer schmerzhaften Situation abkoppelt. Ich hoffe, dass dir ein paar Anregungen ja, mitgeben konnte. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald, Gabriela.